Pilzsammler, heute sind wir hier angekommen in einem wunderschönen Wald. Schaut euch um, an einem Grillplatz. Wir wollten an sich die Fische grillen. Im Landkreis Lörrach ist es ja das Grillverbot aufgehoben. Leider hier in Waldshut, wo wir uns befinden, nicht. Wir sind in der Nähe von St. Blasien und als kleine Entschädigung hier an dem Grillplatz haben wir natürlich noch einen leeren Korb. Aber schaut mal, ich zeige euch mal was. Direkt hier wächst etwas. Ausgestiegen und schon geht's los. So Leute, und das ist der erste Pilz wirklich für heute. Hier seht das, hier ist der Grillplatz, hier die Bank und ja, meine Frau ist ausgestiegen und als erstes direkt am Grillplatz findet sie einen wunderschönen kleinen Steinpilz. Und das hier ist ganz sicher, schauen wir uns das mal an, ja, von den Hutfarben allein schon ein Fichtensteinpilz. Und ja, die Idee des heutigen Tages ist, ihr seht Fichten, ihr seht tiefe Wälder hier an der Ibacher Runde in der Nähe von St. Blasien, wo wir uns mal umschauen wollen, was der Schwarzwald so tut. Und ja, wenn man aussteigt und es geht so gut los, dann kann man einfach nur sagen, seid gespannt auf die nächsten Funde. Und hier wieder vom schönen Ibacher Rundweg. Ihr seht ein herrliches Terrain, nicht nur zum Pilze sammeln, sondern auch zum Wandern. Und wenn euch heute die wirklichen großen Funde interessieren, dann schaut am Ende des Videos. Denn diesmal haben wir am Ende die interessanten Sachen entdeckt. Also für die, die ungeduldig sind, ihr könnt zum Ende springen. Und für alle, die sich wirklich interessieren für Pilze suchen und wandern, ihr könnt gerne das ganze Video anschauen. Ein Rotfußröhrling! Und am Wegrand haben wir doch was entdeckt. Einen Pilz, ein bisschen älter. Der ist noch recht weich und ich mag die Kameraden. Das ist ein Rotfußröhrling. Der zweite Pilz des Tages. Aber der sah von oben, naja, besser aus wie von unten. Und deswegen bleibt er hier. Und ich finde, danke nochmal für das Feedback. Ein Pilzfreund hat uns ein wunderschönes Feedback geschrieben, die Pilze doch ein bisschen in die Bäume zu platzieren, dass sie besser aussporen können. Das macht völlig Sinn. Und den Rat, den nehme ich mir gern an. Sieht interessant aus und ja, die Sporen können sich natürlich in einen weiteren Radius verbreiten. So. Da könnten Pfifferlinge sein, da ist etwas Gelbes. Das schauen wir uns an. Und da gucken wir mal, da ist wirklich was Gelbes hier unter den Kiefern und Fichten. Und das könnte wirklich in der Tat so sein. Und das sieht dann aus, von der Farbe her könnte es der echte Pfifferling sein oder auch der Eierschwammel. Und ich bin mal der Meinung, es ist einer. Und es ist einer. Das sind die ersten Pfifferlinge für heute. Die ersten auch für uns im Jahr 2022. Nee, das stimmt nicht. Die ersten im Herbst. Und ja, fantastisch schön. Die sind jung, die Exemplare. Und so kann das weitergehen. Das ist wirklich sehr schön. Prima. Pfifferlinge. Und die nehmen wir immer gerne mit. So, jetzt gucken wir uns das an. Jetzt mal die rausnehmen. Mama. Eine schöne Gruppe. Bisschen schwierig zu entfernen. Naja, die Bruchstücke lassen wir da, das macht keinen Sinn. Aber das macht Mut für die Tour. Und unter den jungen Fichten hier geht es auch weiter. Das ist ein Rotfußröhrling und der ist auch sehr schön. Die freuen mich, die Kameraden. Eine Abwechslung zu unseren Steinpilzfunden. Na gut, der sah wieder besser aus, wie er ist. Ihr seht, der ist vom Goldschimmel befallen. Das macht natürlich keinen Sinn. Und das bleibt hier. Ich halte mich jetzt mal an die neue Idee, die Pilze weiter oben in den Bäumen zu platzieren, dass sie besser aussporen können. Und jetzt schauen wir uns weiter um hier. So, und hier sehen wir große Pilze im Wald, weiße Pilze. Und ja, die sind so richtig schön getrichtert. Ich lasse den mal stehen, denn hier tun sich noch mehr aus dem Boden schieben. Und die haben keinen wolligen Hut. Die sind einfach nur groß und weiß. Und das könnte was aus der Richtung der Milchlinge sein, mit einem langen Stiel. Und die Großen sollen natürlich stehen bleiben. Der hier ist zum Zeigen. Und ja, langstielige Pfeffermilchlinge wären schon zu erwarten. So, und genau so ist das auch. Wir sehen hier die weiße Milch, wie sie hervorrinnt. Der Pilz ist natürlich hier mal zu Demonstrationszwecken entnommen. Wo die langstieligen Pfeffermilchlinge sind, habe ich gute Erfahrung gemacht, dass das Pilzjahr gerade dann oder die Pilzsaison beginnt. Hier sind noch mehr. Und was man jetzt schon sagen kann, die Pilze sind da, hier, aber sie sind noch nicht so weit entwickelt wie bei uns. Wir sind auch in nahezu 900 Metern Höhe.
So, Pilzfreunde. Und hier, ihr seht, wir sind in einem Hochmoor und das hat auch Wasser. Also es ist feucht, das Moos ist richtig schön prall und hier in der Höhe geht es mit Pilzen erst los. Wir wollen natürlich nicht nur Steinpilze zeigen, sondern schauen, was es hier am richtigen Hochwald auch noch zu zeigen gibt. Das sind so ein bisschen die Wälder meiner Jugend und ja, ich mag die Fichten und die tiefen Kiefernwälder. Und deswegen auch ein herzliches Willkommen an alle, die neu sind auf unserem Kanal. Und ja, es freut mich, dass ihr mit uns hier auf Tour geht. Und vielleicht lasst ihr uns auch einen Daumen hoch da oder auch ein Feedback. Oder wenn ihr etwas sehen wollt oder wenn euch etwas interessiert, schreibt es mir. Ich finde es total interessant, auch zu hören, was bei euch der Wald macht. Und jetzt gehen wir auf die Suche. So, und hier nochmal, weil es einfach schön ist, der klebrige Hörnling, wie er so richtig loslegt. Schaut euch diese Farben und diese Farbtupfer an. Ein Träumchen. Und wie erwartet, die Nadelbäume stellen einen größeren Challenge dar wie die Laubwälder. Aber schauen wir mal, wir suchen weiter. Und hier für die Fans der Baumpilze. Wir sehen einen Pilz und der ist nicht ganz so typisch, aber schauen wir mal unten drunter. Ihr seht schon hier die Hydratoden und hier oben den filzigen Hut. Ein Weichporling. Der hier ist nicht ganz so schön zu sehen, aber hier drin verstecken sich mehr. Und wir sehen, wie so Haare auf der Oberfläche, und ich habe schon mal ein Video gemacht, und das ist im Prinzip der klassischere Vertreter hier am Baumstumpf. Das ist der nordische Porling. Und ein wunderschöner, und man riecht es bisher her, aromatisch riechender Pilz. Nichts für die Pfanne, aber toll. Aber natürlich, es gibt auch im Nadelwald Hoffnung, Freunde. Und hier, ich habe es schon ein bisschen frei gemacht neben dem Korb, da kommt etwas heraus. Ihr seht das, ein Leistling. Nun, das schauen wir uns mal näher an. Das ist von den Farbtönen her und wenn man sich ein bisschen drunter schaut, der amethystschuppige Pfifferling. Also wir sehen schon diese, ja, leicht lilanen Töne hier im Hut. Ein wunderbarer Speisepilz, der natürlich mitkommt und der ist ganz frisch und knackig. Direkt hier am Wegrand. Und da nehmen wir natürlich auch noch die anderen Kameraden mit. Also auch hier im Nadelwald geht es los. Und die ersten Pfifferlinge sind da, das freut uns. Nach den vielen Steinpilzen eine Abwechslung. Und ja, Steinpilze gibt es satt im Wald. Lasst uns mal schauen, ob wir auch andere sind. So, Pilzfreunde, und hier der nächste Fund. Wir sehen auch hier die Nitrathelmlinge, oder schauen wir mal, ob es überhaupt welche sind. Ja, wir sehen die gelben Stierchen. Also Helmlinge sind das mal, wahrscheinlich der Nitrathelmling. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ein wunderschöner Pilz, hier wieder an einem Nadelholz wachsend. Sind natürlich die Holzzersetzer, wie zu erwarten. So, mal den Blick in den Korb als kleines Fazit. Hier im Schwarzwald etwa 800, 900 Meter hoch. Wir sehen die echten Eierschwämme, den ersten Fichtensteinpilz und ein paar amethystschuppige Pfifferlinge. Nicht ganz so überbordend wie die letzten Tage bei uns im Hauswald. So, und vielleicht mal ein paar Worte jetzt hier zum Wald. Also wir sind hier auf etwa 800, 900 Meter Höhe in einem wirklichen, richtig schönen Fichtenwald. Bei uns gibt es nur Buchenwälder. Wir sind so etwa 400 bis 500 Metern Höhe. Und hier erwacht der Wald. Wir sehen die Hörnlinge, wir sehen die ersten Pfifferlinge, auch ein Fichtensteinpilz. Aber von einer Pilzexplosion sind wir hier deutlich entfernt. Ich denke noch ein, zwei Wochen hier nach der Zeit verglichen mit unseren Buchenwäldern. Aber wir wollen euch ja zeigen, was im Wald wirklich existiert und wie es wirklich ist. Und deswegen freue ich mich trotzdem über das, was wir gefunden haben. Denn Pfifferlinge, was will man mehr? Mal sehen, ob es noch mehr gibt. So, Pilzfreunde, und ein bisschen ist die Moral ja gesunken gerade, weil wir hier in einem Wald sind, der erst wach geküsst wird. Und wie immer, wenn man sowas sagt, dann findet man hier am Wegesrand etwas Wunderschönes. Und schön ist das für mich, weil er wirklich ganz neu, frisch gewachsen ist, mitten im Moos. Und erkennt ihr es, was es ist? Ein Steinpilz? Richtig. Welcher? Ja, das ist der gemeine Steinpilz oder ein Fichtensteinpilz. Und ja, die Schnecken haben ihn auch entdeckt. Jetzt machen wir den mal raus. Und ganz ehrlich, das freut mich manchmal mehr, wie ein Riesenpilzkorb voll, den man so schnell finden kann. Und ihr seht, da hat schon jemand auch den Pilz gefunden. Und den machen wir weg. So, aber nichtsdestotrotz, da bleibt genug übrig. Der ist knackig, jung und frisch. Der freut mich. Der zweite Steinpilz heute hier im Schwarzwald. So, und hier sehen wir mal auf einem Moos einen wunderschönen Pilz. Den schauen wir uns mal an und wir sehen richtig, wie der sich bewegen kann. Im ersten Moment dachte ich, könnte ein Blutmilchpilz sein, aber hier sehen wir, er ist nicht kugelig und wir sehen die Ausläufer, wie er hier sozusagen über diesen Baumstamm sich bewegt und die Bakterien und Algen phagozytiert. Das ist ein Dictyosterium, ein Schleimpilz. Wunderschön. Wunderschöne Farbtupfer.
So, Pilzfreunde, und jetzt haben die Pilzsammler auch mal wieder ein bisschen Glück. Und wir sehen direkt am Wegesrand, da wachsen jetzt plötzlich ganz schöne, hübsche Pilze. Hutfarbe deutet auch mit so ein bisschen dieser, ich kriege ihn gar nicht raus, ledrigen Hut auf den Rotstiel. Ja, da ist er auch schon, der Rotstielröhrling. Das scheint wahrscheinlich der gemeine Rotstielröhrling zu sein. Der ist in einem guten Zustand. Ich mag die. Ich freue mich auch wirklich über die. Und das ist mir lieber wie ständig Steinpilze. Also, hier im Schwarzwald geht's langsam los. Der Wald hat der Regen auch wach geküsst. Und wir sehen, ach, das muss man noch mal ein bisschen sauber machen. Wir sehen hier im Moos, haben sie ganz lange Stiele, die Rotfußröhrlinge. Gucken wir noch mal drunter. Ja, das deutet auf den Rotfuß, den gemeinen Rotfuß hin. Sehr schön. Und da gucken wir weiter, denn die haben die nette Eigenschaft, wo einer ist, da ist auch noch einer. Und so ist das auch. Die Kameraden sind schon etwas überständig. Die bleiben hier. Aber ich laufe einfach den Wegrand entlang. Und da sehen wir wieder einen Rotfußröhrling. Der ist zu weich. Der ist, naja, da waren andere schneller. Der darf stehen bleiben. Stellen wir wieder hin. Aber da lohnt es sich immer noch mal durchs Gras zu gehen und einfach noch mal zu schauen, ob da vielleicht noch einer steht. Also, sie stehen hier am Wegrand. Das zeigt, nach dem Regen ist das hier, geht es gerade los. Es ist noch relativ kühl jetzt im Moment. Ich denke, in 1-2 Wochen geht es auch hier richtig rund. Und Pilzfreunde, es ist so ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es findet immer wieder etwas. Und hier sehen wir etwas sehr klein noch, zu klein, um es mitzunehmen. Und hier unten ein wenig größer. Ihr seht den mehrfarbigen hygrophanen Hut. Und das weist hier schon mal stark auf die Stockschwämmchen hin. Wir sind hier aber an Nadelholz. Und demzufolge kommen hier natürlich auch die Verwechslungspartner. Ich versuche einen großen zu nehmen. Die Gifthäuplinge ganz gern vor. Die wachsen büschelig hier. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Und ja, ihr seht's. Wir sehen ganz klar die Schüppchen am Stiel. Ich mache noch gleich einen raus mit einem schöneren Stiel. Und wenn man da hier mal genauer auf den Hut schaut, ist das hier schwer, aber noch gerade zu erkennen, dass es auch Schüppchen am Hut gibt. Und das hier, auch wenn die Huthaut noch geschlossen ist, ist das Stockschwämmchen. Das ist sehr gut, sehr schön. Ich versuche da mal drunter zu kommen. Da ist der Tannenzapfen. So, und jetzt machen wir das ein bisschen sauber. Gucken mal, ob man den büschlichen Ansatz erwischen. So, und jetzt machen wir die hier her. Und die auch. Oh, das ist teilweise echt ein bisschen Schwerstarbeit hier. Das ist steil Hang. Und jetzt gucken wir uns die Kollegen an. Was ich dazu sagen muss, ist, ich versuche das so zu machen, wie ich es hier zeige. Und ihr wisst, der giftige Gifthäubling, da wären etwa 45, man streitet sich, Pilze tödlich in dieser Größe, vielleicht auch nur 12. Da gibt es verschiedene Hochrechnungen und die enthalten dasselbe Gift wie der grüne Knollenblätterpilz. Das sind aber die Stockschwämmchen, die hier oben sind zu klein, die bleiben hier. Und wichtig ist, dass ihr wirklich nach allen diesen Merkmalen schaut. Denn die wachsen auch gern mit den Gifthäublingen auf denselben Substrat, auch nebeneinander. Und hier sehen wir aber so klar, dass das Stockschwämmchen sind. Die dürfen mit. Papa, ich sehe einen Rotfußröhrling. Richtig, und da ist er schon. Der hat einen, ja, samtigen Hut, der ist sicher älter. Der fässt sich fest an, der federt noch schön aus. Dicker Stiel, den nehmen wir mal raus und gucken uns den mal an, ob der noch was ist. Jetzt machen wir das hier zu. Man kann hier gut das Myzel sehen und die etwas weiter stehenden Röhren. Also, der ist nicht in einem schlechten Zustand, der ist was älter, aber durchaus noch gut essbar. Und ich mag die Kameraden. Der darf heute mit. Freunde. Und hier seht ihr was, da denkt man im ersten Moment, man hätte einen Pfifferling gefunden. Aber wenn man drunter schaut, sehen wir Lamellen und wir sehen keine Leisten. Und die sind auch noch so leicht rötlich. Also die Kameraden hier, die falschen Pfifferlinge, wären per se mal nicht unbedingt richtig giftig, sind keine vernünftigen Speisepilze und können zu Allergien und Magenreizung führen. Die bleiben hier, aber schön sind sie ja doch. So, und hier geht's weiter. Der Nadelwald erwacht. Der Regen hat hier den Nadelwald wach geküsst. Und da hat meine Frau etwas entdeckt. Das wächst hier. Und zwar, ihr seht schon, das ist natürlich ein wunderschöner Fichtensteinpilz. Der ist an sich noch nicht wirklich alt. Und ich nehme den hier mal raus. Und ihr seht das an der
Hutfutterfarbe. Die sind olivartig. Also ich persönlich finde das durchaus okay, bis auf die Schnecke, die muss weg. Ein wunderschöner Fichtensteinpilz. Und der federt auch noch richtig gut aus. Den nehmen wir mit. Und einfach, weil es mal richtig bemerkenswert ist. Wir haben hier bestimmt schon 20 oder 30 fast kindshohe Ameisenhaufen gesehen. Und die rote Waldameise hier, die wir hier mit drei Haufen vertreten sehen, so nah nebeneinander, das ist natürlich ein Anzeichen für ein intaktes Ökosystem. Und ja, Pilze lieben natürlich auch intakte Ökosysteme. Einfach schön, dass wir sowas in den Wäldern wieder haben. So, mal zur Orientierung. Jetzt sind wir hier an der Ibacher Hütte und hier oben gibt es auch einen interessanten Wald. Und hier muss man natürlich sagen, der Boden ist optimal, die Feuchtigkeit ist gut. Wieder ein riesen Ameisenhaufen. Aber unterm Strich gesehen ist noch 1-2 Wochen vielleicht zu früh, um richtig viel Pilze zu finden, was nicht heißt, dass es keine gibt. Und wie erwartet hier, wir sehen jede Menge Gras und wir sehen jede Menge Moos. Da sehen wir zwischen den Heidelbeeren auch schon etwas Großes. Und um die Zeit ist das hier natürlich ein weiterer Steinpilz. Den schauen wir uns an. Wir sehen schon, der hat schon etwas gelbere Lamellen, aber der hat einen ganz festen Stiel. Der sieht gut aus. Den machen wir tief raus. Wie ihr wisst, das meiste steckt davon im Boden. Und dann gucken wir uns das an. Der Zustand hier ist auf den ersten Moment etwas lädiert, aber der ist gut. Und vor allen Dingen eins ist bemerkenswert und ich möchte euch das zeigen. Im Gegensatz zu den Steinpilzen, die bei uns in den tieferen Lagen wachsen, sind diese Steinpilze madenfrei. Schaut euch die Schnittstellen an. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge wert. So, ihr seht, die Stockschwämmchen haben wir auch an Bord und es kommt ein Kamerad dazu. Schön. Ja, Freunde, und was soll ich sagen, die Laune steigt natürlich nicht, wenn man natürlich so etwas sehen darf und finden darf, gerade wenn es vorher vielleicht nicht ganz rund lief. Das schaut euch an, ein wunderschöner Fichtensteinpilz, herrlich, Farbe, er sitzt seitlich wie immer tief im Boden. Oh, der ist abgerissen. Versuchen wir da ranzukommen und gucken uns das an, denn da steckt ein Drittel im Boden. So, nein, ein Drittel nicht, aber... gut 20%, wobei, das machen wir gleich zu und lassen das hier. Der ist perfekt im Zustand. Das geht nicht besser. Und nach den vielen Sommersteinpilzen der letzten Tage freut mich das umso mehr. Schaut euch das an. Ein Träumchen. Das ist doch richtig toll. Also, auch hier geht's jetzt langsam los. Und schaut euch mal einfach diesen herrlichen Wald an. Und ihr seht natürlich auf dem Weg auch schon herrliche Pilze. Das sind Steinpilze, und zwar Fichtensteinpilze, die hier natürlich weiter aussporen dürfen. Und die wachsen einfach so auf dem Weg. Da kommen wir nun einige Zeit zu spät, aber wir haben ja auch schon was gefunden. Aber hier schauen wir uns etwas um. Und Pilzfreunde, während ich hier so suche und mich nach weiteren Steinpilzen umschaue oder auch die ersten Täublinge, die wir hier gesehen haben, dann möchte ich euch trotzdem noch hier willkommen heißen auf unserem Kanal für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Unser Ziel ist es, euch die Natur zu zeigen, die Wanderungen, die Wälder, und zwar so, wie sie auch wirklich sind. Wir sehen hier den Zustand, wie die Pilze gut zu finden sind. Wir sind nun gut seit einer, naja, Stunde unterwegs. Und langsam tut sich was. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, die Realitäten zu zeigen. Also, wenn es euch gefällt, lasst uns doch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Aktiviert auch die Glocke, dann kriegt ihr jedes Mal mit, wenn es was Neues zu berichten gibt aus dem Wald. Und im Moment haben wir einiges an Zeit, da wir Urlaub haben, und das bietet sich natürlich an. Also, wir freuen uns auf euch und unterlasst uns auch gerne Kommentare oder euer Feedback. Ich versuche diese natürlich zu beantworten. Also, jetzt suchen wir weiter. Und im Moment, wenn es noch nicht so richtig toll ist vom Wetter und ja, die ersten Regenschauer durchs Land gezogen sind, da bietet sich das an, auf den Wegen zu schauen, gerade wenn sie so richtig schön moosig sind. Und die Kameraden hier, die machen wir mal raus, das sind interessanterweise, ihr seht das hier, Hexenröhrlinge. Die blauen schon. Wir sehen hier im Prinzip auch die Ansätze des rötlichen Futters und den braunen Hut. Und hier ein etwas älterer Kamerad direkt daneben, den lassen wir stehen. Und die Pilzregel sagt, Freunde, schaut euch um, wo es einen gibt, da stehen in der Regel auch mehr. Und die beiden habe ich jetzt auch auf den zweiten Blick erst gesehen. Da seht ihr, das geht jetzt auch hier los und sie kommen aus dem Boden. So, ihr seht, das machen wir mal zu, das machen wir gleich sauber. Und der hier ist auch noch gut, aber schwer da rauszukriegen. So. Also, mit einem Schlag
doch ein paar kapitale Burschen. Auch die Freunde sind nun da. So, Freunde, und jetzt tut sich die Laune doch richtig heben. Und auch hier haben wir Glück. Schaut euch das an. Ich habe den Pilzkorb abgestellt und laufe den Weg entlang. Und einer der alten Tipps auf solchen moosigen und wunderschönen Wegen. Da sollte man sich umschauen. Und guckt euch den Brocken an. Der ist unten so dick wie oben. Der ist einfach nur schön. Das macht mich richtig glücklich. Löchlein zu. Und dann schauen wir uns mal weiter um, was es hier so gibt. Ja, und Freunde, was soll ich euch sagen? Wenn man auf so einem Weg erstmal beginnt, Glück zu haben, dann sieht das immer besser aus. Und ich bin ja ein bisschen abergläubisch. Kaum stelle ich meinen Pilzkorb da unten ab, dann sehen wir hier die Pilze. Wenn ich mit dem hier hochlaufe, klappt das nie. Und ja, schaut euch das an. Die sind knallfrisch, knackig, perfekt, madenfrei. Das ist besonders schön. Super schöne Fichtensteinpilze. Und die hier aus dem dicken Moos, wo das richtig pufft beim Laufen, auszugraben. Also, Freunde, das macht nur noch Spaß. Und schaut euch das an, Freunde, vielleicht seht ihr es schon. Alleine schaut mal, wie wunderschön hier dieses Weißmoos nachgibt. Kaum zu sagen, klar, der Boden hier ist sauer. Wir sehen das hier in den vielen Heidelbeeren. Und auf dem Weg graben wir hier Pilze aus dem feuchten Moos. Nach einer solchen Dürre wie dieses Jahr, und ihr seht schon, was das ist, nach einer Dürre wie dieses Jahr, habt ihr schon erraten, ist das einfach eine Freude. Der Kamerad hier ist natürlich kein Steinpilz. Ein rotflockiger Hexenröhrling. Aber schaut mal, ich habe eben da meine Funde abgelegt. Da gehen wir jetzt mal drauf zu. Und schaut euch das an, Freunde. Und hier, da staunt man doch wirklich. Guckt euch das an, der Nächste. An der Hutfarbe kann man gut erkennen, was das ist. Deswegen lege ich die nebeneinander. Und auch das ist natürlich wieder ein roter oder rotflockiger Hexenröhrling. Sehr schön, neben diesen wunderschönen Fichtensteinpilzen. Die muss ich jetzt kurz mal sauber machen. Und Freunde, ihr seht, so langsam wird es gut im Pilzkorb. Und wir haben doch aufs richtige Pferd gesetzt. Die Idee war heute, wirklich Hexenröhrlinge zu finden, aber Fichtensteinpilze in einem kleinen Stadium, wo sie noch madenfrei sind. Und die sind bei uns was seltener. Und hier sehen wir wunderschön, dass sich im Korb etwas füllt. Und den Kamerad, den graben wir zusammen aus diesem wundervollen Weißmoos aus. Tief rein. Und kennt ihr das? Wenn ihr diese dicke Knolle spürt, wenn ihr den Pilz dreht, das ist einfach ein eigenes, unbeschreiblich schönes Gefühl. Und dann in diesem moosigen Wegen. Also, Freunde, das macht Spaß. So. Ihr seht, wir haben eigentlich schon genug für eine Pilzmahlzeit. Und wenn es mal läuft, dann läuft's. Und das sieht man hier auch. Wieder einer. Oh ja, das ist ein Fichtensteinpilz. Und der ist, ja, ich würde sagen, der ist unten ganz schön zerfressen. Da ist schon die Stielbasis nicht mehr schön. Er ist relativ weit schon in der Farbe. Aber der Reiz an diesem doch festen Pilz hier noch ist, die sind richtig madenfrei. Und ja, das ist doch schon mal ein guter Zwischenbericht. Und jetzt machen wir mal weiter. So, meine Frau ist die gleiche Stelle nochmal abgegangen, an der ich eben unterwegs war. Und ihr seht, ich habe eine Brille auf. Naja, trotzdem, die sehen verdammt schwer im Boden zu finden. Und wunderschöne Fichtensteinpilze sehen wir hier. Fantastisch. Schaut euch das an. Richtige dicke Kameraden mit so einem dicken Knuppel. Wenn man die aus dem Moos dreht, schöner geht's nicht. Genau. Dann haben wir noch ein paar andere Exemplare, die schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Also, jetzt schauen wir uns die anderen an. So, und wenn wir den Luxus haben, hier eine Bank zu haben, dann setzen wir uns gleich mal hin. Meine Frau hat doch tatsächlich die erste Marone für uns in diesem Jahr entdeckt. Eine wunderschöne, kleine Marone. Fantastisch. Und hier sehen wir in den Zimtfarben, oh, Stiel ist abgebrochen, das, oh ja, Stiel weg.
sehen wir mal, dass hier die Lamellen, leider ein bisschen gedrückt, ähnliche Farben haben wie die Hutoberfläche. Und wenn man den kostet, dann ist der richtig pfeffrig. Das ist der Pfefferröhrling. Und den nehmen wir gerne mit, denn ein oder zwei im Pilzgericht sparen eine Menge Pfeffer. Er ist prinzipiell essbar, aber er ist natürlich nicht unbedingt als essbarer Pilz eingestuft, sondern als ungenießbar. Wir mögen den gerne und machen ein, zwei Exemplare durchaus gerne mit ins Essen. Und noch zwei weitere kleine flockenstielige Hexenröhrlinge. Also, das geht hier richtig langsam los. Und ihr seht, der Tag hat sich doch noch gelohnt. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Ich freue mich über die Fichtensteinpilze, auch über die Stockschwämmchen. Das sind schon meine Lieblingspilze, wenn auch das sicher keine Pilze sind, wenn ihr euch nicht sicher seid. Nochmal daher meine Warnung, wenn ihr euch nicht sicher seid mit Pilzen, geht bitte zu den Kollegen der Sachverständigen und lasst sie von einem PSV oder in der Schweiz von einem Pilzkontrolleur kontrollieren. Immer wieder sehe ich im Wald Pilzsammler, die suchen mit Apps Pilze und bestimmen Pilze. Meistens ist wenigstens die Gattung richtig. Verlasst euch bitte nicht darauf, sondern schaut, dass ihr einen Pilzsachverständigen eures Vertrauens findet, bis ihr euch sicher seid. Bis dahin und mit Grüßen aus diesem wunderschönen Wald und aus dieser wunderschönen Gegend hier im Schwarzwald. Bis bald im Wald. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch von euch und über ein Abo unseres Kanals Unglaubliche Pilze. Weiterhin haben wir viele spannende Playlists für euch vorbereitet. Schaut euch das einfach an. Bis bald.